Social Media ist in der Mitte der Gesellschaft schon längst angekommen. Wie das in der Gastronomie ausschaut, wie Leute das erfolgreich umsetzen, schauen wir uns heute in einem schönen Bubble Tea Laden an. Aber schön, euch beide zu sehen. Freut mich. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben heute ein spannendes Thema vorbereitet mit euch. Wir wollen darüber sprechen, erfolgreich mit Social Media in der Gastronomie. Und bevor wir starten, würde ich einfach gerne mal wissen, wie heißt ihr, was ist eure Tätigkeit? Ja klar, das ist HW, ich bin Tuan und wir sind die Geschäftsführer von Pau Pau. Mhm. Wir betreiben Bubble Tea Laden hier in Berlin-Mitte, in der Rosenthaler Straße und haben noch zwei Franchise-Läden in der Schweiz. Was mich interessieren würde von euch beiden ist, was ist Bubble Tea eigentlich? Ja, Bubble Tea kommt ursprünglich aus Asien und ist eigentlich Tee, entweder mit Milch oder mit Frucht. Man hört es ja auch, ihr macht alles frisch, wird alles frisch gepresst, gerade bald eröffnet ihr heute auch. Und 2010 gab es ja auch den Trend, wo es mal kurz gestartet ist mit Bubble Tea, dann war es ein bisschen ruhiger und jetzt startet es auch wieder voll durch die letzten Jahre. Hat es an Social Media gelegen? Was war bei euch der Fall? Ja, sicherlich liegt es an Social Media. Ne? Heutzutage hat man sehr viele Content Creator, Foodblogger oder selbst sehr viele Nutzer, die einfach zeigen wollen, was sie gerade machen oder Empfehlungen rausbringen. Geile Orte, geiles Konzept, geile Getränke, geile Speisen. So, das teilt man heutzutage viel mehr, glaube ich. Oder man hat mehr die Möglichkeit, das zu teilen. Schöne Farben auch, ja? Auch mit den ganzen Kugeln macht auch, glaube ich, viel aus, das Visuelle. Ihr setzt ja auf bestimmte Social-Media-Kanäle. Welche werden das? Wir sind auf drei Plattformen unterwegs. Wir sind auf Instagram, TikTok und Facebook sind wir unterwegs. Wieso habt ihr die Kanäle ausgewählt? Ja, wir nutzen es halt für verschiedene Sachen. Ne? Also jede Plattform hat seine eigene Zielgruppe. Ne? Also Facebook benutzen wir eher, um Events und Angebote halt an den Mann zu bringen. Instagram eher für schöne Bilder, für die Produkte, die wir hier anbieten. TikTok eher für jüngere Zielgruppen. Da haben wir eher kurze und unterhaltsame Videos. Da halten wir uns auch an die Trends oder ja, was gerade halt angesagt ist. Wo siehst du allgemein Potenzial im Social-Media-Bereich in Zukunft? Ja, die Kundenbindung ist halt sehr stark. Ne? Also ist halt direkt, die Leute können dir direkt schreiben, posten, dann kannst du es reposten, zum Beispiel bei Instagram. Kannst halt sehr viel beeinflussen. Ne? Also je größer deine Reichweite wird, umso besser wird es für uns. Könnte dein Social-Media-Kanal auch mit einem, wenn du einen Schnitzelladen hättest, eine Imbissbude, eine gute deutsche Küche und eine Pizzeria, auch so erfolgreich sein? Oder ist es so ein bisschen die Kombination mit Bubble Tea, mit den Farben, dass es auch so ein Hype ist? Ich denke mal, es liegt nur an einem selbst. Ne? Also es ist halt, muss halt kreativ sein. Du kannst auch nur Wasser verkaufen und das bei TikTok gut bewerben und dann wird es eventuell funktionieren. Ist das der Kanal auch, was oft die Schlange vom Laden verursacht, würdest du sagen? Unter anderem, ja, kann man schon sagen. Also teilweise haben wir da echt Glück gehabt, sage ich mal. Und das ist auch ein Prozess, da einfach sich zurechtzufinden. Und da auch, dass da manche Videos von uns teilweise 16 Millionen Klicks haben oder Views haben. Ja. Ist verrückt, allein wenn man schon mal über 1 Million und du sagst dann plötzlich 16 Millionen. Was steckt dahinter? Habt ihr da ein kleines Team? Wie kreiert ihr den Content? Wie geht ihr da voran? Ja, das ist schon Teamarbeit. Ne? Also es ist kein Einzelfall. Da arbeiten wir nicht einzeln. Jeder bringt so seinen Teil mit rein, sei es Vorschläge, sei es Ideen. Jeder ist da irgendwie so ein bisschen anders unterwegs. Die Jüngeren von uns aus dem Team sind halt natürlich mehr auf TikTok unterwegs. Die sind dann natürlich mehr up-to-date, sage ich mal, was Trends angeht. Also die Ideen kommen im Endeffekt vom Team selbst allgemein. Genau. Also jetzt nicht von dir oder von dir, sondern ihr schaut, dass das eine Teamarbeit ist. Ja, also jeder, wie gesagt, jeder schlägt so seine Idee vor und dann besprechen wir das, okay, macht das Sinn oder nicht. Oder probieren es einfach selber aus. Kann man ja nie wissen. Wie groß war der Zeitaufwand für so ein Video, für die Produktion? Das ist eigentlich immer sehr unterschiedlich. Also manche Videos, die dauern so 1-2 Stunden. Und da gibt es auch ein paar Videos, die dauern auch nur so nach paar Minuten, zehn, halbe Stunde. Und gehen trotzdem durch die Decke? Genau, ist unterschiedlich. Und dann muss man die Videos auch noch bearbeiten, zuschneiden, die ganzen Sounds reinmachen. Und Schnitt, Musik im Hintergrund machen dann bestimmte Leute, macht ihr das selbst? Genau, wir haben ein Team im Hintergrund, die schneiden das, drehen das und suchen sich die Sounds und die Songs aus, die gerade im Trend sind und die auch viral gerade sind und bearbeiten halt alles dann.
Hast du für dich dann persönlich gemerkt, die Videos, wo du die meiste Zeit investiert hast, sind dann am ehesten viral gegangen und da, wo du am wenigsten warst, die waren dann einfach da? Oder wie war das für euch? Das ist einfach komplett unterschiedlich. Manche Videos, die wir auch, wo wir nur 5 bis 10 Minuten Bearbeitungszeit haben, die sind total über die Decke gegangen, viral gegangen. Und einige Videos, wo wir halt mehr Zeit investiert haben, die sind gar nicht gut angekommen. Genau. Habt ihr irgendwie so ein Budget, wo ihr sagt, hey, das geben wir gerne aus, eine Summe oder einen Prozentsatz, wo es sagt, hey, das ist uns Social Media wert? Also, wir machen schon regelmäßig Ads, schalten wir schon natürlich. Ist schon sehr wichtig für einen Laden, also vor allem für uns, ein Kleinbetrieb. Ne, da muss man ja die Leute auch anziehen und da muss man schon Werbung einfach schalten. Da sind wir auch bereit, einiges zu zahlen dafür. Ne? Abschlussfrage für unsere Gastro-Kollegen da draußen auch. Du würdest jetzt einen neuen Laden eröffnen. Welchen Social-Media-Bereich würdest du für welches Konzept empfehlen? Hast du da irgendwelche Tipps? Ich denke, es kommt immer darauf an. Man muss sich natürlich immer anpassen. Ne? Also es ist halt immer relativ unterschiedlich, welche Zielgruppen man hat. Ich denke, man muss es erstmal verstehen, welche Zielgruppen man ansprechen möchte. Und je nachdem würde ich dann halt die Social-Media-Kanäle nutzen. Ne? Also für Instagram ist das natürlich sehr gut für Restaurants und deren Speisen, Getränke, für Bars zum Beispiel hervorzuheben. Ansonsten, ja, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, natürlich eher TikTok. Ne? Da muss man natürlich auch sehr kreativ sein und unterhaltsam sein. Ja, cool. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen, vielen Dank für die tollen Antworten und das interessante Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr auch mit dabei wart. Bleibt dran bei unserem Kanal, abonniert ihn und bis bald. Ciao. Ciao. Goodbye, have a nice day.